Hallo und willkommen zurück zu Escape 2. Ja, in der letzten Folge war es doch etwas sehr spannend, weil wir haben Diamanten gefunden. Diamanten! Diamanten! Und ja, ich würde sagen, wir gehen auf den Server in 3, 2, 1, jetzt. Wir loggen in. Hast geschrieben, hast du, ne? Yep. Gut, perfekt. Gut, 10 Sekunden. Hier ist ja keiner, wir müssen uns nicht ducken. Nix, alles perfekt. So, wir können uns bewegen. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Wand ich abbauen muss. Ach, stimmt ja, du hast dich ja. Ich habe genau drei Wände, die ich abbauen konnte. Ich habe alle drei die falschen abgebaut. Das fängt schon mal perfekt an. Ich würde sagen, da niemand auf dem Server ist, sollen wir nach oben gehen, Essen holen? Ja, würde ich sagen, dass wir uns Das die ist Folge das mal um Sinnvollste, ne? Nahrungsbeschaffung kümmern. Ja, die Frage war, wo ging es nach oben? Perfekt. Ja, ich hatte es jetzt mal zwei der. Ja, an die Leute, die diese Folge gucken, ne? Ich habe eure Kritik gelesen, dass meine Webcam zu groß ist, aber ich habe es extra so gemacht, weil Koordinaten. Weil bei mir haben halt Leute drunter geschrieben, dass die Facecam riesig ist. Das ist sie auch. Ich höre schon Tiere, das ist gut. Ich würde sagen, solange wir alleine auf dem Server sind, müssen wir auch Hähnchen? nicht so weit beieinander sein. Nö, Hähnchen, Eis, das ist eine wahr. Kuh. Oh, da ist eine Hexe, die, Ja, um die können wir uns auch gleich kümmern. ich hab die gereckt. Die Hexe. Get wrecked, bitch. So, ich würde sagen, Ziele sind Holz. Essen Holz, und Essen, ja, ich kümmere mich um Essen. ganz wichtig, wir müssen hier Zuckerrohr finden. Zuckerrohr, ja. Zuckerrohr Ich glaube, ist. Zuckerrohr war ich hier vorne, was? Ja, ich gehe einfach so ein bisschen, ich gucke mir hier den Fluss entlang, dann sammle ich währenddessen noch so ein bisschen Holz immer wieder ab. Weil wir können halt jetzt gerade, wenn wir zu zweit echt auf dem Server sind, und nicht gerade Gigs und A600 joinen. Dann haben wir eigentlich kein Risiko. Hast du dir zufällig schon die Folgen der anderen angeguckt? Nee, tue ich allgemein nicht. Ah, okay. Ja, weil ich habe mir so von so ein paar Leuten halt vor allem von Gigs die Folge angeguckt, wo die halt wirklich lang gelaufen sind. Die haben Schacht gefunden. Schacht, boah. Minenschacht, richtig. Hammer. Und Fussel hat ja ein Dorf gefunden. Das Okay. war. Da muss ich dann auch hinter die Folge drüber schreiben, Fields Bellman, ich hätte auch gern Dorf. Na klar, Dorf ist halt wirklich, da hast du dann Schmiede, da hast du, die hatten direkt einen Eisenbrustpanzer. Das heißt, hätte die jemand angegriffen, kein Problem für die. Ja, das stimmt wohl. Jetzt, wir müssen uns immer merken, wo unser Höhleneingang war. Das Ja, wäre das vielleicht weiß ich, das ganz weiß gut. ich. Ah, ja, ich hab's auch noch. Hähnchen. Chicken. Ich denke Und mal, wir. Ja? wir dürfen auf jeden Fall nicht Häm gehen, ey. Ham? Ja, dass wir schweinisch werden. Ausfallend. Also. Ich dachte schon, hä, was willst du denn jetzt von mir? So, hier habe ich schon 20 Holzblöcke, 20 mal 4, 80 Holz. Kann das reichen? Ich baue lieber noch einen Baum ab. Bauen wir lieber so zwei, drei Bäume Ja. insgesamt ab, dann sind wir auf der sicheren Seite. Leider gibt es ja kein ja, Dingens hier. Timber? Was? Oder was meinst Ja. du? Boah, weißt du, was man eigentlich bringen müsste? Na? Sich eine Angel machen. Ich weiß nicht, ob Angeln gerade erlaubt sind, aber. Und sich dann einfach ganz gemütlich, wenn so richtig viele Leute auf dem Server sind, gemütlich an diesen See setzen und angeln. Also, wer das bringt, ganz ehrlich, der hat meinen Respekt. Der hat Ja, meinen Respekt. komm, bringen wir das. Ja, ich glaube, in die Wüste brauchen wir uns nicht verziehen. Nee, da ist ja nix. So, die Sonne geht bald unter. Ich habe jetzt 33 Holz, aber ganz Eigentlich ehrlich. müssten wir auch noch den Joke bringen, einfach mal ein Haus zu bauen, wie andere das auch Ja, wollen. ich habe ja. Irgendwann hatte ich mal so ein Minecraft-Battle, da habe ich das gemacht. Habe ich noch was gebaut. Aber das war halt so quasi Varo, was aber nur eine Stunde ging. So ein Hardcore halt. Ja, genau. So, ein Pferd habe ich auch getötet. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas gebracht hat.
Was für ein Schwein? Wir haben drei Leder, ist das gut? Weiß ich nicht. Können wir Bücher mitmachen? Brauchen wir ja auch für den Verzauberungstisch. Ich habe sogar, wie viel Leder habe ich? 8. Oh, gönnst dir ja richtig das Leder. Ja, ich lebe den Lifestyle. Ja, ehrlich, also du hast wirklich Style und das Geld, muss man halt mal so sagen. Ich hab das Einzige, was ich habe, ist das Leder. Ja, kannst du halt mit mir Lack- und Lederspiele machen. Bin ich auch glücklich drüber. meinst du, ich soll Pilze abbauen? Weil ich habe hier zwei Pilzbäume. Bringt das was? Du meinst Suppen? Nee, Suppen können wir eh nicht, ne? Echt nicht? Ich meine, Suppen wäre nicht drin. Das wäre auch irgendwie... Nee, das wäre was an komplett anderes. Nein, das Suppen ist nicht. So, ich habe jetzt 15 War Beef. Ah, ist das genügend? Weiß ich nicht. Du hast 15? Alles klar. Ja, weil ich nicht so viel... Ja, und noch ein paar andere Fleischsorten habe ich gesehen. Ich hab ein bisschen Hasenfleisch, ein bisschen Schweine. Bisschen Schwein, ein bisschen Rind. Ich mach mal gerade was komplett... Random ist, was eigentlich so gut wie niemand hat in Varo. Ich baue ein Bett. Wolle brauchen wir eigentlich nicht, ne? Nö. Da kann ich nämlich ein Bett bauen. Falls nämlich mal jemand von uns stirbt, dann kann man die Nacht zumindest überstehen. Also ich habe mittlerweile 2 Wolle. Ja, ich hatte hier mehr Schafe als Kühe irgendwie gefunden. Na, das Dropway. Irgendjemand hat hier versucht zu Steinskippen. Steinskippen? Ja, übers Wasser zu jumpen mit Steinblöcken. Ach so. Ja, wir wissen ja natürlich jetzt auch nicht, was bei den anderen so passiert ist. Ich glaube, ich habe unseren Standort verloren. Nee, ich nicht. Du musst einfach wieder zum Fluss zurück, dann ist alles immer super. Ja, ich habe einen Schwarzpulver, aber nur eins. Das ist natürlich nicht so sinnvoll. Ohne Witz, ich habe den Standort verloren. Ja, Komm an die letzte Position. Komm einfach Richtung. Geh einfach Richtung Norden. Irgendwann findest du den Fluss. Den Fluss musst du entlang laufen. Und wenn. Ich weiß. Das Wertvollste haben wir ja dabei. Ich habe meine Diamanten habe ich dabei. Und uns gegenseitig finden können wir auch. Das ist ja nicht das große Problem. Ja, das stimmt. Ah, jetzt hab ich einen Weg wieder gefunden. Ja. Perfekt. Ja, ich baue hier gerade noch die Kürbisse ab. Können wir die essen? Weiß ich gerade gar nicht. Kürbisse? Ja, können wir Kürbiskuchen draus machen. Ja. Wie der aber gebaut wird, keine Ahnung. So, warte. Ich habe hier Zuckerrohr gefunden. Den baue ich noch ab, dann komme ich in die Höhle zurück. Alles klar. Bin auch gerade auf dem Weg dorthin. Ja. Aber ein bisschen kann man immer bei Nacht draußen sein, aber es ist halt schon trotzdem immer ein größeres Risiko. Das ist wahr. Jetzt muss ich. Hier ist noch ein bisschen Eisen, das nehme ich mal mit. Bist du schon wieder in der Höhle oder? Nee, ich bin in der Nähe. Okay. Jawoll. Ah, sogar direkt 2 Zuckerrohr. Perfekt. Nice. Die können wir theoretisch nochmal weiter anpflanzen. Stimmt. Jetzt habe ich gerade irgendeine Nachricht bekommen. Ich glaube, das war WhatsApp. Naja. Das ist wahrscheinlich meine Sprachnachricht. Also, wenn die jetzt erst ankommt, dann ist aber. Dann muss ich aber. Sagen, so, jetzt steht von WhatsApp. Einmal nicht, dass ich das denen nicht zutraue. Heute, ich hatte irgendwie nur so meine Internetprobleme und ETC und alles und. Ja, glaube ich. Dann kam ja meine Discord-Nachricht, kam ja irgendwie zweimal an, war das ja lustig. Mhm, hab ich auch gesehen gehabt. Ja. So, wie findest du jetzt nochmal zurück? Ich bin zu einer groben Nähe. Aber jetzt weiß ich gerade nicht ganz genau. Ah, ich hab dich, glaube ich, gesehen. Mich gesehen. Hast du gerade den Creeper gehört? Nee, ich höre viele Creeper. Einmal, ich baue mich einfach auf einen Baum drauf. Vielleicht sehe ich dich da.
Siehst du den Fluss gerade? Also ich war gerade am Fluss. Ich bin wieder in der Nähe vom von der Wüste. Ja, dann lauf mal so Fluss, also die Flussküste der Wüste entlang, bis du zu diesem Wald kommst, wo wir unsere Höhle laden. Aha. Da müsste ich dich eigentlich sehen, vermutlich. Weil ich bin zwar in dem Wald, den Wald haben wir natürlich wieder gefunden, aber jetzt weiß ich nicht genau, wo der Höhleneingang war. Hätte ich mir vielleicht das merken sollen. Möglicherweise, ja. Ist ja, nee, das war eine Kuh, das bist nicht du. Sag mal, wenn du schon bei der Wüste bist. Auch wenn ich aussehe wie ein Schwein. Ich gehe auch mal auf den... Stimmt, geh du auch mal auf den Baum, das wäre vielleicht perfekt. Ich glaube, ich sehe da was. Ja, ich sehe dich, ich sehe dich. Ah, ich sehe dich, ja. Siehst du mich auch? Ja. So, du weißt, wo die Höhle ist, ne? Nö. Sagt es. Achso. Geil, wir sind richtig gut. Aber dann kommen wir erstmal näher, weil das ist schon mal, hilft viel. So, jetzt. Ach, du hast dich geduckt. Da. Ja, jetzt sehen wir es. So, eigentlich müssen wir die Höhle finden. Ich meine, wir haben jetzt viel Essen. Wir haben es eigentlich, unser Tag ist gut erfüllt. Ich schlachte hier nochmal gerade kurz die Tiere und das... Oh, Bogen. Du hast nicht... Nein, ehrlich? Doch. Geil. Wichtig ist, dass keine Creeper, weil die machen uns natürlich One. Achtung, da kommt zwei, da kommt zwei. Hast du den? Beide. Gut gemacht. Wollen wir uns eigentlich auch TNT craften? Wenn wir genügend finden, würde ich sagen, ja. Also heißt es auch Creeper klatschen? Ja, also das ist, glaube ich, keine Priorität, aber wenn wir halt genügend Creeper geklatscht haben, per Zufall, sage ich mal. Da ist nicht unsere Höhle. Das ist gut. Ja, ich meine, im Endeffekt... Ich hab dich wieder verloren. Ich dich vermutlich nicht. Ah, da, hab dich. Ich lauf mal relativ... Ah, da bist du. Ja, ich weiß nicht, wie das ist. Läuft der Server quasi die Zeit weiter, wenn wir nicht drauf sind? Glaube ja. Dann würde ich ja fast behaupten, wir haben ja jetzt noch 3 Minuten Folge, die schaffen wir hier, auch wenn wir unsere Höhle nicht finden werden. Dann laufen wir noch ein bisschen rum, machen Essen und so, finden. Und dann... Warten wir einfach die grobe Zeit ab, bis der Tag beginnt. Und also join dann wieder auf den Server. Ich weiß, dass wir an einer flachen Ebene waren. Ja, stimmt, da war was. Oh, wir sammeln hier gerade auch richtig gute Erfahrungspunkte eigentlich, dadurch, dass hier die Nacht draußen sind. Ich bin jetzt Level 15. Ja, ich auch. Also eigentlich, es ist immer ein Risiko, aber wenn man das Risiko ein bisschen eingrenzt... Dann ist immer ganz okay. Ja. Also was die Zombies sind. Ganz ehrlich. Hattest du das Loch wieder zugemacht gehabt oder hattest du es offen gelassen? Nee, ich hab's aufgelassen extra. Okay. Da ist ein Wolf, den schnetzel ich nicht. Gab's schon mal... Ja, du schon. Gab es schon mal Leute, die in Varo sich Hunde gezähnt haben? Weißt du das? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Weil klar, dass, wenn man das schafft, und das ist ja eigentlich nicht so übertrieben schwer, Achtung, da ist ein Skelett auch. Ich nehme das Skelett, du den Zombie. Ja. Der Zombie ist ja nicht das große Problem. Ich habe hier noch eine Spinne im Target. Ja, mach. Ja, das ist keine Spinne, ist ja nix. So. Ja, oder, ich meine, hatten wir in dieser Höhle irgendwas, außer dass die halt direkt tief war? Hier ist noch ein Bogen für dich. Oh mein Gott, wieso sind wir eigentlich, haben wir eigentlich so ein Glück? Sag ich mal ganz ehrlich. Ey. Okay, ja gut, also komm, sonst gehen wir einfach in eine andere Höhle rein. Ist doch auch nicht so schlimm. Da ist ein Creeper. Gut gemacht. Oder? Ich meine, ist ja jetzt nicht so wichtig, dass wir in dieselbe Höhle wie vorher gehen, oder? Wir hatten noch Eisen in der Truhe. Stimmt, ja, stimmt. Was das angeht, wäre es vielleicht ganz gut. Hier ist noch ein Enderman, den krall ich mir nochmal. Wenn du den kriegst, dann ist gut. Easy.
Ganz ehrlich, wir sind halt schon gerade nicht schlecht eigentlich, was das angeht. Nee. Wir sammeln gut Essen, gut Erfahrung. Ja. Ja, Pfeile, sowas natürlich auch. Wir haben Zuckerrohr in dieser Folge bekommen, die noch 10 Sekunden geht. Jetzt gucke ich gerade mal, wie ist die Zeit? Die Tageszeit etwa? Wo stehst du? Light 13. Okay. Naja, die Folge ist vorbei. Wir dürften nicht weit voneinander entfernt sein. Wir haben es gut geschafft. Wir haben gut Essen, gut Erfahrung bekommen. Hm. Bögen. Alles, was man braucht. Und ich brauche. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.